Sehen Sie Tipps und Tricks zur Bedienung der Tourenbindungen Tour F10 und Tour F12 von Marker. Wechseln in den Skimodus. Schlagen Sie die Bindung einige Male kräftig gegen den Ski, um Schnee und Eis zu entfernen. Drücken Sie die Bindung mit Ihrem Knie gegen den Ski und schließen Sie den Hebel. Wechseln in den G-Modus. Ist die Lasche mit Schnee gefüllt und kann nicht herausgezogen werden, verwenden Sie die Stockspitze, um die Lasche herauszuklappen. Dann öffnen Sie den Hebel. Stellen Sie sicher, dass die Hebellasche flach auf dem Ski aufliegt. Bedienung der Steighilfe. Drücken Sie mit dem Stockteller gegen das Ende der Steighilfe, um diese in die erste Stufe, 7 Grad, zu stellen. Benutzen Sie den Stockteller, um zur zweiten Stufe, 13 Grad, zu gelangen. Um die Steighilfe einzuklappen, ziehen Sie die Steighilfe mit dem Stockteller nach oben. Bedienung der Harscheisen. Stellen Sie den Ski senkrecht vor sich auf den Boden und klappen Sie die Bindung auf. Fädeln Sie das Harscheisen in die Führung auf der Unterseite der Systemplatte ein. Drücken Sie das Harscheisen nach oben, bis der Kunststoffhebel auf der Nase der Systemplatte einrastet. Zum Entfernen des Harscheisens drücken Sie den Kunststoffhebel und ziehen Sie das Harscheisen ab. Mehr Informationen finden Sie auf unserer Website www.marker.net.